Neues Jahr, neues Projekt. Herzlich willkommen im Jahr 2012 und zu meinem neuesten Projekt Team Fortress 2. Ja, einige von euch haben es ja schon vermutet, als ich angekündigt habe, dass ich ein neues Projekt mache, bei dem ihr tatsächlich auch selbst mal mitwirken könnt. Und das soll es sein. Ein paar kurze Worte, bevor wir anfangen, um gleich einige Fragen zu klären. Ja, ihr könnt mich in Steam selbstverständlich adden. Einfach mal bei Steam Wolverus suchen und adden. Alles gar kein Problem. Ich möchte allerdings gleich von vorneweg sagen, dass ich euch nicht im Chat antworten werde. Also private Nachrichten kann ich nicht beantworten. Aber ihr werdet jederzeit sehen können, wann ich im Spiel bin und dementsprechend joinen. Also wenn ihr mal seht, dass ich gerade Team Fortress spiele, dann könnt ihr jederzeit auf meinen Namen klicken und via Rechtsklick dann Spiel beitreten, falls noch Platz auf diesem Server ist. Und dann wisst ihr auch auf jeden Fall, dass ihr bei einer Aufnahme dabei seid, weil ich Team Fortress nur spielen werde, wenn ich eine Aufnahme mache. Die andere Sache ist die, ich habe Team Fortress noch nie gespielt. Zumindest nicht so wirklich. Ich habe mich zwar mal ein bisschen mit dem Spiel auseinandergesetzt, habe aber noch nie wirklich ein Online-Spiel gehabt. Und zwar kann ich euch das hier zeigen. Oder wo kann ich das ein bisschen zeigen? Moment, hier bei Errungenschaften, genau. Ich habe absolut noch gar nichts gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, wo haben wir es? Ich glaube, ganz unten steht's. Genau, ich habe nämlich die Trainingskurse abgeschlossen, um mich mit dem Spiel ein bisschen vertraut zu machen. Aber nachdem ich das ziemlich cool finde und es irgendwie jahrelang an mir vorbeiging, dachte ich mir, so, jetzt packen wir es mal an und in dem Let's Play möchte ich einfach mal, ja, es ist natürlich mehr oder weniger ein endlos Let's Play, wobei ich aber versuchen möchte, so viel Achievements wie nur möglich hier zu erreichen und möchte euch da mit dabei haben. Egal ob Feind oder Freund, lasst uns gemeinsam Spaß haben einfach nur und ja, aber erspart euch jegliches Fachwissen, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel, okay? So, das möchte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Und zum Einstieg, um einfach mal jetzt hier so die ersten Minuten wirken zu lassen, habe ich jemanden an meine Seite geholt, mit dem ich eine kleine Partie spielen werde. Zuerst One-on-One einfach mal ganz kurz, um die ersten Ingame-Szenen zu sehen. Und dann werden wir uns nochmal ganz kurz auf einen Server verdrücken. An dieser Stelle heiße ich den Legendary Bodo willkommen. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ah, ist das schön. Wenn ich einen Shooter spiele, dann muss eigentlich der Bodo dabei sein, oder? Ja, natürlich. Ich muss dich doch nass machen. Oh, große Worte hier. Ja, der Bodo wird natürlich nicht immer dabei sein. Also das ist jetzt einfach nur ein ganz normales Projekt. Und gerade weil er mal Zeit hat, habe ich mir gedacht, machen wir mal ganz kurz was zusammen. Wenn er kann, versuchen wir immer mal wieder ein bisschen was zusammen zu machen. Ansonsten wird das aber hier alleine ablaufen. Ihr werdet auch nur so mit mir spielen können. Also ich werde jetzt irgendwie nicht euch da jetzt auch noch in Skype und quatschen und bla bla bla. Das wird alles nicht möglich sein. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Weil, wie gesagt, das ist mehr oder weniger spontan, wenn ich gerade mal eine Lust habe auf eine Runde Team Fortress, dann spiele ich halt einfach mal. Und ich werde aber garantiert auch mal so eine Abonnenten-Only-Runde machen. Das heißt, ich werde an einem Tag, werde ich ein Video hochladen, wo es heißt, heute ab 18 Uhr Team Fortress und so weiter. Und dann könnt ihr alle auf meinen Server kommen. Aber dazu kommt dann mehr die Tage. Wahrscheinlich werden wir aber das schon in dieser Woche mal angehen. So, jetzt wird es aber Zeit. Ich werde jetzt hier mal eben ganz kurz joinen. So, hier habt ihr es jetzt gerade eben selber sehen können. Der Server antwortet nicht, Bodo. Das ist doch mal ein schönes Zeichen. Das ist optimal. Der Vorführeffekt. Also, ich bin drin. Ja, das ist ja schön. Ich kann jetzt gerade aber nicht beitreten. Ja, was sollen wir dazu sagen? Vorführeffekt, als ich das noch nicht erwähnt hatte. Okay, Epic. Dann werden wir das jetzt mal ganz eben versuchen zu klären und dann sehen wir uns in-game wieder. Neben der Möglichkeit, einfach auf den Namen mit Rechtsklick Spiel beizutreten, könnt ihr auch alternativ auf Server suchen gehen und hier unter Freunde dann gucken. Gut, wenn ihr jetzt natürlich ganz viele Leute habt, die Team Fortress spielen, dann wird es vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber hier könnt ihr dann zum Beispiel auch wissen, wie es hier läuft und dann könnt ihr so beitreten. Und ihr seht hier ihre besten Momente, null. Überall null. Ich habe noch nie online auf irgendeinem Server gespielt, noch nie online Team Fortress gespielt. Und deswegen kann das sehr interessant werden. Die ersten Parts werden bestimmt ziemlich noobig. Aber eventuell mausern wir uns noch zu einem richtig guten Spieler. Wer weiß das schon? Und jetzt mache ich mal ganz kurz ein One vs. One Duell gegen den Bodo. Das wird ein Fest. Das wird ein Fest. Ich würde sagen, Best of 3 machen wir schnell und dann verziehen wir uns auf den richtigen Server und geben Vollgas und zwar zusammen. Okay. Einfach nur mal so, um euch im ersten Part hier mal ein bisschen fortzuführen, wie das hier
laufen kann. Und im zweiten Part werden wir dann auch nochmal zusammen irgendwie was machen. Und ab dem dritten Part wird es dann mehr oder weniger von mir aus alleine gehen. Und wie gesagt, das Projekt ist absolut spontan. Ich werde nur spielen, wenn ich gerade Zeit und Lust auf eine Runde habe. Ansonsten gibt es keine festen Zeiten von diesem Spiel. Also es kann auch sein, dass eine Woche lang überhaupt gar kein Part kommt, ne? So, wir sind im Hydro-Level. Sehe ich das richtig? Ja, richtig. Ich brauche jetzt allerdings keinen Film. Du bist rot, ich bin blau, das klingt super. Und für wen werde ich mich entscheiden? Oh, ich werde dich mal überraschen. Ich würde sagen, boah, scheiße, ich werde einfach mal den hier nehmen. So, geht's los? Ja, es geht los, Bodo. Alles klar. Die territoriale Kontrolle spielen wir übrigens. Wir spielen Kontrolle, also Kontrollpunkt-Dingsbums. Ja. Irgendwas mit Kontrollpunkt-Dingsbums, genau. Warte mal ganz kurz, ich glaube, der Sound ist ein bisschen zu laut bei mir. Kann ich das noch ganz kurz hier irgendwie schnell umstellen? Einfach unter Option, ja? Ja, ja. Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass es gerade ein bisschen zu laut war. Okay, passt. So, dann bin ich mal gespannt. Wo bist du denn, mein Freund? Aha, da landen sich rum die Drecksau. Was? Alert, Alas Control Point is being captured. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich bin. You failed. Was, das war's schon? Nee, musste mehrere Punkte erobern, glaube ich. Ich habe doch auch keine Ahnung. Ja. ja, nächste Runde. So. Ja, stimmt, klar. Also derjenige, der ihn einen tötet beim One vs. One, ja, ist halt recht schnell vorbei, ne? Das ist, das Spiel ist ja auch nicht darauf ausgelegt, hier One vs. One zu machen. Das ist ja wohl eh klar. Richtig. Aber trotzdem nur mal als ganz kurzen Einstieg. Dabei wollte ich dich jetzt eigentlich überraschen, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ach, weißt du was? Du dämlichen Sprung da immer. Na ja, komm her. Ah! Ja, komm, Bodo, jetzt ist es da los! Oh. Das gibt's doch nicht. Okay, ja, also ihr seht schon auch in einem One vs. One, ja, ich hab, ja. Keine Chance. Ich hab absolut keine Skills. Ja, bla 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 bla. Das machen wir jetzt mal ganz anders. Das ist auch hier die perfekte Variante. Best of three, einen Bereich kann man noch einnehmen. Den ja, richtig. Den auch noch und dann würde ich sagen, gehen wir auf einen anderen Server. Das ist korrekt, ja. Machen wir das so. So, jetzt schaue ich, dass ich dich du für den letzten... Du kannst übrigens deine Klasse wechseln, wenn du auf Komma drückst. Ja? Wollte ich dir, ne, nur... Ich wollte dir auch eine Chance geben. Ach, ist nicht wahr. Ja. So, wo geht's denn hier jetzt lang? Sieht aus wie eine Sackgasse. Da ist der Exit. Aha, Bodo, ja. Okay. Die Stimmung ist angespannt. Alert, Alas Control Point is being. Kannst du nicht. You was? Boah, hab ich viele Errungenschaften bekommen. Ja, ich hab. Wir haben jetzt auch zwei bekommen. Aber was ist das für ein Quatsch? Hallo? Das ist ja wohl lächerlich. Unbesiegbar bin ich. Unbesiegbar. Du bist ein Scheiß. So, jetzt machen wir das Ganze aber mal gescheit. Wir verziehen uns auf den richtigen Server. Und werden da mal jetzt hier richtig Action machen. Da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen mehr auspacken, weil das ist ja... Das war ja lächerlich. Aber ich habe euch gewarnt, was jetzt nicht unbedingt heißt, dass ich also gar nichts kann, ne? Also, ne? Also bis gleich auf dem richtigen Server. So, jetzt haben wir einen Server gefunden. Ich habe einfach mal einen sehr interessanten Server gefunden, auf dem schon einer meiner Abonnenten drauf ist. Von daher fand ich das recht praktisch. An dieser Stelle gehen Grüße an Käseschnitzel. Und ich glaube, der Bodo ist allerdings mein Gegner. Ich werde fertig gemacht. Kann das sein, dass du mein Gegner bist? Nee, ich bin wieder dein Kumpel. Ich wurde gerade rüber geswitcht. Ah, weil du bist ich, im roten Team? Dann sind wir tatsächlich so schlecht zusammen. Bin. Ja, so schlecht.
Okay, als Heavy habe ich mir jetzt überlegt, probieren wir das jetzt mal. So, der snipert hier, okay. Sieht er dann der Gegner da drüben? Oh ja. Und da haben wir auch schon einen erwischt. Jawohl. Ach komm, der darf auch noch down gehen. Jawohl. Haben wir eigentlich hier sowas wie Teamfeuer an? Ich glaube nicht, oder? Oh, scheiße. Nee, keine Ahnung. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass da ein Sniper-Typ war. Scheiße, zu spät. Ey, hast du schon mehr Punkte als ich? Nee, Gott sei Dank. Auf Tab kann man natürlich nachgucken. Nee, ich habe einen Punkt. Ich habe zwar zwei getötet, zwar einen nur mit. Ich habe mich verlaufen. Aber ich glaube, es gibt Minuspunkte, wenn man stirbt, oder? Du. Lass dich überraschen. Ich weiß es auch nicht. Okay. Ah, ich wurde getötet. Weil sonst habe ich ja gerade keinen Punkt. Okay, ich sehe schon, das ist hier eine Map, auf der man mies snipern kann. Ja. Da ich wirklich überhaupt nichts kann, kann ich snipern. Ja. Ah, da ist doch gerade einer rübergesprungen. Das habe ich doch gesehen. Komm her, komm her. Einmal kurz rüber. Und dann erwischt. Oh, ich beobachte dich. Ah, komm her. Du bist fast Nein! Tot. Schon wieder von dem gleichen Typen. Ich habe es mir doch gerade noch gedacht. Scheiße. Drecksau. Kann ich eigentlich zu dir irgendwie switchen? Ey, meine Fresse. Ich komme hier überhaupt nicht klar. Ach so. Ah, da ist ja der Bodo. Schauen wir ihm doch mal ganz kurz zu, während wir hier noch unseren Tod genießen. Ah, oh, Bodo. Den hättest du treffen müssen. Ganz genau gesehen. Ich sehe keinen Gegner. Das ist doch kacke. Das heißt, muss ich echt schauen, dass ich nicht schon wieder in den gleichen Typen da reinlaufe. So, pass auf, versuchen wir mal. Ach, scheiße. Ah, nein, vergiss es! Ich bin doch noch zur Seite gegangen. Wie konnte er mich denn noch erwischen, ey? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, ich brauche mich da gar nicht irgendwie erst auch mit dem Sniper ranwagen, da werde ich ja wohl gar keine Chance haben. Du. Ja, du hast recht. Ach, ist das herrlich. Ja, sowas ist schon spaßig. Aber ich sag dir, das kommt noch. Oh boah, ich dachte schon. Ich so. Zwicky! Tötet ihn! Ich hab doch nur einen Sniper. Ihr müsst ihn töten, nicht ich. Okay, jetzt werde ich einfach mal von der anderen Seite gehen. Ach man, ey, da sind alle die Sniper. Wow, alle Sniper drüben. Ja. Ey, ich hab noch nicht. Das sind alles Freaks, ey. Ja, absolut, kein Zweifel. Die haben hundertprozentig irgendwelche Mods an oder so. Mann, ich trau mich gar nicht rausgehen. So von wegen, sobald sich ein Kopf am Bildschirm zeigt, visiere ich den an und. Ah, Drecke. So, jetzt versuche ich mal den Medic da auf der anderen Seite zu erwischen. Komm schon. Oh, natürlich hat er mich wieder erwischt. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Killer. Oh, meine Fresse, ey. Ein Treffer, ich habe ein Leben. Ein Leben habe ich. Fantastisch. So, ich lasse mich jetzt noch einmal erwischen, dann kann er mich mal gerne haben. Ey, jetzt habe ich nur noch 20 Leben. Meine Fresse. Der visiert schneller an als ich, das ist doch... ekelhaft. Ja, mein Gott, aber das ist zu erwarten, dass wenn du auf irgendwelchen Online-Servern bist, dass da halt echt nur Leute sind, die hier das aber auch halt jeden Tag zocken, wie blöd, weißt du? Aber du kannst dich nicht mal bewegen, weil du genau weißt, dass du sofort einen Header kriegst. Schon wieder getötet. Probier's da mal runter zu gehen. Ob mir das was bringt, weiß ich allerdings nicht. Von hier aus dürfte er mich eigentlich nicht erwischen, zumindest. Oh, ich laufe noch voll in die Rakete rein. Habe ich ihn erwischt? Ja! Immerhin. Ein kleiner Erfolg. Zum Ende hier noch. Was für ein nerviger Idiot. Mit dem anderen Sniper. Oder? Ach, ich wollte schon sagen, das war verkleidet als gegnerischer Scout. Haha, und ich habe ihn erwischt. Jawoll! Du hast ihn erwischt, den dreckigen Sniper. Ja, natürlich. Schon das zweite Mal. Du hast mich gerecht. Nein! Aber es läuft ja nur das Bein, wo sind denn die alle? So ein miesen Gegenstand schon. Falls irgendwer Drecksack bessere Gegenstände bekommt, dann meldet euch. Ich steck da bis heute nicht durch. Ja, das mit den Gegenständen haben wir irgendwie noch nicht so ganz gecheckt. Aber werden wir bestimmt auch noch. Ist da gerade einer unsichtbar gewesen oder habe ich mir das eingebildet? Oh, fuck. Jetzt sind es schon zwei da hinten.
Ja, komm raus. Jetzt kommt er von da, oder? Kann ich mir doch vorstellen, dass er mich verarschen will. Oder auch nicht. Medic! Ah, war doch klar. Drecksack, ich hab's mir aber schon gedacht. Ja, so in etwa läuft das ab, wenn wir Team Fortress spielen. Wir sehen in der nächsten Folge nochmal, wie wir abgehen. Und ja, so wird es laufen. Ich hoffe, wir sehen uns ab und zu mal online. Und wie gesagt, schön enden und dann sehen wir uns. Haut rein!